Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es um den Neumond im Stier am Mittwoch, den 8. Mai. Und ich wollte noch mal so eine kleine Legung für euch machen. Wir gucken mal allgemein noch mal rein. Du findest auch schon ein paar Informationen zum Neumond in meiner Wochenbotschaft der Engel. Da kannst du auch gerne noch mal schauen. Das verlinke ich euch hier auch noch mal, das Video. Ich wollte jetzt aber noch mal reingucken in die Energie, die ansteht. Ja, es findet auch wieder mein Neumond Wish Circle natürlich statt. Da kannst du dich auch gerne anmelden und dabei sein. Und vor allem, wenn du auch vom Sternzeichen her Stier bist, dann hat der Neumond für dich nochmal eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Alles, was du jetzt neu beginnst, steht unter einem sehr, sehr guten Stern für alle jetzt. Ja, Energien sind allgemein so, aber wenn du im Sternzeichen Stier nochmal bist, ist es nochmal wichtiger für dich, dieser Neumond. Und wir ziehen jetzt ein paar Karten. Ich habe hier so ein paar hingelegt, die uns noch weitere Informationen geben sollen. Und der Neumond, der wirkt immer 3 Tage vorher. Vielleicht spürst du seine Energie schon. Und 3 Tage nachher spürt man die Energien vom Neumond. Und auch wenn du damit arbeiten möchtest, dann ist das natürlich in diesen 6 Tagen besonders wirkungsvoll, ja. Und auch wenn du Dinge geplant hast, die du neu machen willst, eine neue Ausbildung, ein neues Projekt im beruflichen Bereich, ja, neue Partnerschaft, all das liegt unter einem sehr, sehr guten Stern, wenn du das jetzt beginnst. Und wir starten mal rein mit den Karten von der lieben Peggy. Ich verlinke euch auch alle Karten unten und da haben wir so Stichwortkarten von der Peggy. Das finde ich immer ganz gut als ein Wort. Worum geht es an diesem Vollmond? Und da zeigt sich der Intellekt. Ja, ich habe alle gelesen. Und hier geht es nochmal darum, wenn du etwas lernen möchtest, ja, da geht es um Ausbildungen, neue Seminare. Kann auch durchaus sein, dass du ein Seminar geben möchtest oder was lernen möchtest generell. Dann ist jetzt hier wirklich eine sehr, sehr gute Zeit, um damit anzufangen, weil uns auch das Lernen dann in dieser Zeit viel, viel leichter fällt. Ja, das wirst du merken, wenn du dann vielleicht auch jetzt in dieser Zeit eine Prüfung hast. Dann wirst du merken, kannst du das viel besser alles umsetzen, dir viel besser alles merken. Und es funktioniert mit einer großen Leichtigkeit. Und was noch wichtig ist, ist die Kommunikation an diesen Tagen. Ja, sprich unbedingt auch das aus, was du möchtest. Ja, und sei da auch ehrlicher zu dir. Also die Ehrlichkeit zu dir selber ist wichtig. Also es geht wirklich auch um Authentizität, dass du dich nicht verstellst in deiner Kommunikation. Ja, also Nein ist ein vollständiger Satz, sage ich immer. Und das darfst du jetzt wirklich auch dran denken, dass du da wirklich gut auf dich selber aufpasst. Ja, manchmal sagen wir dann doch Nein, nicht Nein. Und das ist dann das Nein gegen uns. Und da müssen wir wirklich gucken, dass das eben nicht passiert. Und dann habe ich hier auch noch mal das Heilorakel der Feen von Doreen Virtue, Allegria Verlag. Da ziehe ich uns auch noch eine Karte, die uns hier noch Auskunft geben möchte für den Neumond. Und generell, wenn du mitmachen möchtest bei der Energieübertragung am 8.5., dann melde dich unten noch an. Ich verlinke euch das mal. Und wenn du das noch nicht kennst, das ist mein Energiekreis, den gibt es jeden Monat zum Neumond und auch zum Vollmond. Da gibt es eine halbe Stunde Energieübertragung und das unterstützt dich auch nochmal in all deinen Bereichen. Und da kannst du dich eine halbe Stunde hinlegen und bekommst über die Ferne Engel- und Reiki-Energien gesendet. Und es ist wirklich immer magisch, was da alles so passiert. Die Dinge kommen ins Laufen und ja, schreib mir da auch gerne deine Erfahrung mit dem Heilkreis. Und hier haben wir die Karte gezogen von den Feen, positive Erwartungen. Du darfst jetzt positive Erwartungen haben für all das, was du vorhast. Vielleicht bist du gerade in so einer Negativschleife, dass du denkst, boah, schaffe ich eh alles nicht, ist mir alles zu viel. Ja, hier raten uns die Engel wirklich ganz, ganz positive Erwartungen zu haben und uns auf das Positive einzustellen, ne? Das Positive zu erwarten. Und das ist ganz, ganz wichtig, nämlich wenn wir diese Erwartungen haben, dann ziehen wir das natürlich auch ganz, ganz anders an, als wenn
wir eine negative Erwartung haben. Also switch dein Mindset so ein bisschen um. Das ist ganz, ganz wichtig jetzt um den Neumond. Und dann werden die Sachen auch laufen. Dann haben wir noch Lektion deiner Seele von James van Braak. Das ist an Sata Verlag. Und da ziehen wir noch eine Karte. Gucken mal. Da kommt die Freundschaft. Ja, kümmere dich auch nochmal um deine Freundschaften zum Neumond. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt neue Menschen zu dir kommen. Ich erkenne, dass ein Freund oder eine Freundin nicht ohne Grund in meinem Leben ist. Ja, also die Menschen, die in deinem Leben sind, die haben eine Botschaft für dich. Und wenn du da gerade so ein bisschen Probleme hast und dir ein Freund oder eine Freundin etwas spiegelt, was dir nicht so gefällt, dann schau da mal tiefer hin jetzt in den Neumond. Was will der mir spiegeln? Und guck nicht so sehr im Außen, ja, dass die anderen immer schuld sind an der Situation, sondern guck einfach bei dir, was darfst du lernen aus dieser Situation? Wo darfst du anders reagieren? Wo darfst du bei dir noch Dinge auflösen? Oftmals ist immer das Außen der Spiegel. Und was möchte dir dieser jemand spiegeln? Was darfst du in dir noch auflösen? Was will da in die Heilung gehen? Da möchte jetzt wirklich was in die Heilung gehen. Aber ich empfinde es auch so, dass die Karte uns nochmal anzeigt, dass wir jetzt neue Menschen in unser Leben bekommen. Dazu gehört natürlich dazu, dass du auch andere Menschen wieder gehen lässt. Ja, dass die gehen, damit neue Menschen wieder zu dir kommen können. Ja, die Nala guckt hier auch mal vorbei. Die war jetzt relativ selten in meinen Videos zu sehen, aber die kommt dann doch immer noch mal. Und dann habe ich noch zwei Karten, die ich ziehen möchte mit den Blockadenlöserkarten. Also was kann dich jetzt noch blockieren und wie kannst du es auflösen? Ja, die Blockadenlöserkarten haben immer zwei Karten. Die Ursache, wo ist die Ursache, wie kann ich es lösen? Und jetzt gucken wir, die Ursachenkarte ist Angst. Also es kann sich noch mal eine Angst zeigen, die du schon längere Zeit vielleicht auch hast oder die Angst vor dem Neuen, was du machen möchtest. Und hier kannst du, wollen wir noch mal von den anderen? Moment. Wie du es auflösen kannst, und da kommt Liebe und Selbstliebe. Ja, sei liebevoll mit dir, wenn sich nochmal Ängste zeigen jetzt um den Neumond oder du noch Angst hast, neue Schritte zu gehen, ja, auch in der Liebe, in Partnerschaft, im beruflichen Bereich. Aber du wirst die Unterstützung haben und du darfst da liebevoll mit dir sein und Schritt für Schritt weitergehen. Und dann wird das. Ja, die Engel wollen uns jetzt immer mehr in die Fülle bringen, in die emotionale Fülle einmal, aber auch die finanzielle Fülle. Ja, das darf alles wachsen. Und wir dürfen wirklich aus diesem Mangeldenken rauskommen. Das ist das, was sie im Moment auch in uns immer weiter fördern wollen. Ja, das, und dazu, es fängt ja eben bei der Selbstliebe an, ne? Wenn du dich selber liebst und mit dir in dieser Fülle bist, in diesem inneren Reichtum bist, dann ziehst du das auch im Außen an. Auch das ist ja der Spiegel, ja. Ja, und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit jetzt um den Neumond. Genieß das wirklich und komm super gerne in meinen Energiekreis. Da kannst du mir all deine Wünsche und Ziele aufschreiben und ich mache da immer ein Ritual im Garten und übergebe die mit einem Feuerritual den Engeln. Und dann schick mir gerne diese Liste und dann bist du bei meinem Feuerritual dabei. Und natürlich auch bei der Energieübertragung. Ich freue mich auf dich und wünsche euch allen eine wunderschöne Zeit, eine wunderschöne Woche und bis ganz bald. Mua. Tschüss.